Für Bestatter Gökhan Yüksel ist es heute ein ganz großer Tag. Er wird eine Kölner Legende unter die Erde bringen. Da muss alles stimmen, auch farblich. Was ist das denn? Das war ein Trauerhahn. Boah, ist das hässlich. Das haben wir okay. geholt. Guck mal, das war okay, den können wir hier hinstellen. Hast du irgendwas Weißes noch? Yüksel ist für seine schillernden Beerdigungen bekannt. Ihr Lieben, tut ihr bitte hier, hallo, hier noch eine Sicherheitsnadel hin, dass die fixiert sind, die Tücher. Seit Tagen ist die Beerdigung auch Thema in der Lokalpresse. Dazu die Pandemie. Yüksel ist mit einem Großaufgebot angerückt. Wir sind heute insgesamt zu 9 Mann, mit mir sind wir 10 Mann. Dass wir auch die Corona-Regelung einhalten können, dass die Mitarbeiter theoretisch, ich sag jetzt mal, wenn 300 Leute kommen, dass jeder so 20 bis 30 Leute im Griff haben, auch im Auge haben und sagen, okay, hier sind die Abstände, hier ist die Grenze. Noch ist unklar, wie viele Trauergäste genau kommen. Sicher ist nur, es wird voll. Die Stadt verlangt daher ein Hygienekonzept. Desinfektion am Eingang, Maskenpflicht und vor allem Abstand halten. Da hat sich Yüksel etwas einfallen lassen. Was machen Sie jetzt hier? Das ist besprochen mit der Stadt. Wir müssen die Corona-Vorschriften einhalten. Wir machen jetzt eigentlich Markierungen, wo die Familien oder aus einem Haushalt sich hinstellen oder Fremde. Jetzt ist, glaube ich, zugelassen 2 Mann. Die haben jetzt gleich ihre Punkte, wo die sich hinzustellen haben. Und so gehen wir auch wieder zur Grabstätte. Das ist zumindest der Plan. Ja, der Abstand ist natürlich mega. Ne? Na, ist total, also die ist total schief. Ja, bisschen nach links. Das ist doch gerade. Ja. Zu Grabe getragen wird Jakob Franzen, Milieuspitzname Karate-Jackie oder wie der Kölner sagt, Jackie. Seine Zeit waren die 80er. Damals war Köln mehr Chicago als Karneval. Und Jackie haute alle um, die sich ihm in den Weg stellten. Der Kämpfer mit den 3 schwarzen Gürteln war sogar für Olympia nominiert, beschützte als Bodyguard die Größen des Milieus. Wenn auch nicht immer rechtskonform. Die letzten Jahre lebte Karate Jackie in einer Obdachlosenunterkunft. Einsam im Tod mit 61. Ankunft von Familie und Freunden. Ja, wenn Sie damit aufwachsen, ist das Milieu für Sie gar kein Milieu, sondern es ist ein normaler Job wie jeder andere auch. Und das war was ganz Normales gewesen. Ne? War auch nichts Schlimmes irgendwie oder generell. Gar nichts. Das Gefühl hat mein Vater auch nie vermittelt und zu Hause war immer zu Hause und da wurde nie drüber gesprochen und da hat man ein normales Familienleben gehabt. Über 200 Menschen kommen, um Jackie die letzte Ehre zu erweisen. Die große Anteilnahme bringt das Hygienekonzept an seine Grenzen. Gestaltet sich das etwas schwierig hier mit dem Auf jeden Konzept? Fall. Also jetzt gerade schon, weil ich hatte zwar Bescheid gesagt, aber irgendwie... Vielleicht bin ich zu klein und dann wird das ignoriert. Ja, ganz schön viele ich Leute. Weiß es nicht. Ja. Für seine Freunde war Karate Jackie der Weltmeister der Straße. Längst vorbei. Heute leben nur noch die Erinnerungen an die alten Zeiten, die angeblich immer gut waren. Ich kannte die Jackie gut und war ein guter Freund. Ja. Wie war das so früher? Ach, hör mal, dazu ist hier keine Lokalität, da irgendwas drüber zu sagen. Waren gute Jungs und das findest du heute nicht mehr. Ja, das, was früher war, das ist vorbei, das ist aus, Ende. Das, diese Kameradschaft, dieser Zusammenhalt, den findest du heute nicht mehr. Ja, stark. Der war mal mit mir am Schrottplatz und 5 Türken machen mich blöd an. Kommt der, putzt die weg in 30 Sekunden. Echt, der war Hammer. Hat man Respekt auf der Straße ja, vor ihm? Ja, sowieso. Ich arbeite ja nicht so mit der Waffen und so wieder wie der Türke ist. Ne? Du kennst ja, kommen die mit Macheten, die mit der Panzer vor uns, die ist ja alles. Ne? Ist ja klar, also, dann nimm Röhren durch. Aber das war schon eine Respektperson. Bis zum Schluss. Auch die ehemalige Unterweltgröße Anton Dumm, Spitzname Dummse Tünn, ist gekommen. Der ältere Herr hier links war Zuhälter und schaffte angeblich 100 Liegestütze. Auf einem Arm. Der Geldeintreiber von dem, der hätte alles, wenn einer Probleme hat und hätte dem Geld hier nicht geregelt, hat, hätte das geregelt. Also er war der ungekrönte König von ganz Köln, kann man ganz laut sagen. Ach ja, nur mal. Er ist 84, er ist noch fit. 84 war. Ihm haben sie durch ihr Bein geschossen, durch ihr Ei geschossen. Ja. Gut, das auch. Was da passiert? Auf einen auch sieht er nichts mehr. Durch ihr Bein geschossen.
Hier durch die Beine geschossen. Und? Durch die Hose geschossen. Und dann bin ich um ein Pipi machen weh. Ich habe aber ein Auge auch kaputt. Ja, auch weg. Aber ist nicht. Karate Jackies letztes Geleit. Es ist das Auge des Tigers. Es ist der Nervenkitzel des Kampfes, singt die Band Survivor im Boxfilm Rocky. Auch so eine Legende. Der Mann mit den starken Fäusten endete mittellos. Hilfe von Familie und Freunden lehnte er ab. Die letzten guten Worte kommen vom Langen Tünn, einer anderen Rotlichtlegende. Ich kann euch eins sagen, ich kenne fast Janske und ich kenne keinen Menschen, der so gut und so gutmütig war wie der Jackie. Der war beliebt in Köln wie kein Zweiter. Also ich kann nicht nur sagen, der Willi Müllerwitsch, der war eine bekannte Persönlichkeit. Aber ich glaube, der Jackie ist noch beliebter und noch bekannter. Der Jackie war ein super, super Junge. Und so werde Erde wieder zu Erde, Asche wieder zu Asche und Staub wieder zu Staub. Am Ende erlässt der Bestatter der Familie noch die Kosten für die Beerdigung. 18.000 Euro Spenden sollen jetzt an wohltätige Zwecke fließen.